Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Running with Rifles. Und zwar sind wir gerade, ich weiß gar nicht, wir stürmen jetzt gerade die East Beach. Und da müssen wir ja jetzt auch mal weiter vorrücken, damit wir ordentlich haben wir hier irgendwo Gegner, irgendwas Gegner. Oh, hier oben gibt es Gefechte. Ah, ich mal gucken. Ah, den treffe ich. Ja, den. Ah, komm. Ah. Komm, stirb. Danke, sehr schön. Den haben wir erwischt. Aus der Deckung herausgeschossen. Jetzt gehen wir hier mal schön an. Oh Gott, hier ist es aber gefährlich. Einfach mal ein bisschen ballern. Einfach mal unter Feuer setzen. Ey! Boah, jetzt hat er mich rausgeschoben. Das fand ich jetzt relativ unfreundlich von ihm. Und oh, die Granate. Naja, gut. Interessant geworfen auf jeden Fall. Da muss ich, glaube ich, noch was üben, um zu gucken, wie die fliegt. Wir können das mal hier hinstellen. Das sieht ganz vorteilhaft aus. Oh Gott, da werde ich auch geschossen. Unschön, unschön, unschön. So. Du, dann nehmen wir mal ein bisschen Zeug hier mit, oder? Haben wir hier irgendwo eine Armory in der Nähe? Ja, da oben. Pack ich mal ein bisschen Zeug ein. Die drei, während die gerade die Beach stürmen, kann ich mal wieder was verkaufen gehen. Um ein paar Punkte zu bekommen. So, wo sind wir? Damit wir auch ein bisschen Sachen auf Lager haben. So, hier die Armory, Bewaffnung. Wunderbar. So, einmal. Obwohl, ich würde gerne vielleicht. So. Ich würde gerne von einer benutzen. Dankeschön. So. Dann benutze ich jetzt die. Nicht die Waffe, sondern. So, jetzt haben wir hier nämlich auch wieder zwei von diesen hier. Wir können auch die. Die können wir noch nicht kaufen. Das Gewehr. Was ist das hier? Eine Schrotflinte, ja gut. Oder eine PKM. Ja gut, die brauchen wir jetzt alle. Mal gucken. Jetzt müssen wir mal, noch mal genauer gucken. Die Pistole brauchen wir nicht. 100. Man kann sich auch Geld kaufen. Auch nicht schlecht. Ja gut, hier habe ich nichts eingelagert. So. Dann würde ich sagen, sollten wir uns jetzt mal der Ost. Dem Oststrand nähern. Um zu gucken, ob wir da jetzt zielführend etwas einnehmen können. Ja, wir besetzen es auf jeden Fall schon stark gerade. Es sind Kämpfe außenrum und hier ist ein Gegner. Ach ne, ist kein Gegner. Mein Verbündeter. Es sieht man immer so schlecht, ob es jetzt der Schatten ein Verbündeter ist oder ein Feind. Aber das hier ist jetzt ein Feind. Oh Gott. Ja. So, den habe ich erwischt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, jetzt müssen wir hier stehen bleiben. Jetzt nagel ich die einfach fest. Durch meine Position hier an der Ecke. So. Das ist gut, wenn die hier vorkommen, dann kann ich die einfach abknallen. Keine Granate, das ist natürlich auch nicht so sinnvoll, toll. Na gut, hab ich erwischt. Ah ja, komm, jetzt kommt vor, lasst euch abknallen von mir. Ja, okay, jetzt sehen, dass ich nachlade. Das finde ich relativ frech. Oh, und da hat eine Stellung aufgestellt. So, sehr schön. Es gibt hier gerade das Massaker. Ja, die Granate war mehr oder weniger scheiße von ihm geworfen. So. Muss er wieder abknallen. Erwischt. Sehr gut. Erwischt. Alle erwischt hier. Das heißt, wir können jetzt weiter vorrücken hier und die dann umkreisen. Ja, da oben ist halt relativ mager. Ich glaube, ich gehe mal hinter die Kiste. Die steht ganz gut gerade. Oh Gott. Alter, das sind gerade so viele. Aua, jetzt wurde ich von hinten erschossen. Nice. Kaltherzig von hinten abgeknallt. Eieiei. So, wir müssen wieder vor, müssen wieder ins Kriegsgebiet. So. Ja, hier ist unser Gegner schon. Oh Gott. Ja gut, da habe ich ja nicht so spät reagiert. Habe ich die nicht gesehen unten. War natürlich jetzt ein bisschen doof. Oh, jetzt habe ich wieder nachgeworfen.
angehalten. Ja, komm. Erschieß ihn. Töte ihn ab. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ich kann auch noch Feuer setzen. Verdauerfeuer. Sehr gut, der ist auch weg. Also kann ich jetzt, ach, da oben. Oh, da oben sind auch schon wieder zwei. Da habe ich es gerade so schön freigekämpft hier. Und dann ist natürlich wieder alles besetzt. Jetzt mal gucken, wir haben hier. Hier oben ist unsere Armory. Wir haben dann BT. Ja gut. Da gehen wir einfach mal weiter vor. Ich weiß nicht, wie viel Erfahrung haben wir mittlerweile. 340 ist noch nicht so viel. Noch nicht genug. Wow. Okay. Dann nochmal rein. So, komm. Kommst du her? Na, hier sind aber eigentlich da hinten noch Begriffe. Die sind da oben, die sind links gesetzt. Das ist natürlich schlecht. Was ist denn da oben drauf? Die Frage ist einfach nicht. Ach scheiße, ich bin da nicht mehr rechtzeitig in Deckung gekommen. Einfach mal losgeballert, aber da kam man echt nicht mehr rechtzeitig in Deckung, das ist natürlich scheiße. Ich hätte vielleicht Granate werfen sollen, das wäre am einfachsten gewesen. Da oben in der Türen könnten, würde das schon mal einiges erleichtern. So, weg mit dir. Dann gehe ich mal hier oben. Ah, jetzt haben wir es durchgesetzt, oder? Ja, ganz. Was müssen wir jetzt tun? Wir müssen jetzt nach Süden, zur Ranch noch. Uns ausbreiten. Oh Gott. So, weg mit dir. Okay, jetzt versuchen wir es einfach mal zu. So, weg mit dir. So, da haben wir auch einen erledigt. Auch. Und jetzt. Den haben wir auch erledigt. Sehr schön. Können wir hier ordentlich. Können wir unter Feuer nehmen. Ach, nicht getroffen. Das ist natürlich schade. Komm jetzt. Hier, ich kann jetzt nochmal. Können wir den jetzt mal erschießen? Danke. Danke, erschossen. So, den haben wir auch erwischt. Dann können wir jetzt weiter vorrücken, und zwar in Richtung Ranch. Ja, dann hier, wenn wir jetzt hier die Kämpfe geklärt haben. Los. Erstmal hier in Deckung. Zack. Gut, ich kann überfahren. Nice. Hat mich gerade die KI hat mich einfach gerade mal überfahren. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, die man dezimieren kann. Aua, ja wow, da bin ich natürlich abgeknallt, während ich hinter den Stein fliehen wollte. So, auf jetzt. Ich glaube, mittlerweile alle mit der G6210. So. Weiter an die Front. So, jetzt gibt Gas hier. Oh, oh, Granate. Sehr gut. Ja. Gott sei Dank, viele Männer. Oh, ich werde hier hart. Ich stehe hart unter Feuer. Aua, ja, wow. Ich doch noch drauf gegangen. Ja, okay, da kommt die nächste Granate. Da wäre ich auf jeden Fall hundertprozentig drauf gegangen. So, sehr gut. Oh Gott.
Ja, wir haben es geschafft scheinbar, ohne dass ich da jetzt das hier noch ordentlich verteidigt habe gerade. Aber wir haben die Grey Colors besiegt und unsere Fraktion war siegreich. Wunderbar. Ja. Wir haben 577 Soldiers gekillt und haben 508 Casualties und 5 Fahrzeuge destroyed, genauso die anderen auch. 1000 insgesamt verlorene Leute und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir im nächsten Kampf sind. Ich bin raus, euer DVK.